ist die Weltgeschichte aus längst vergangenen Tagen, als dunkle Mächte und Zauberei das Land regierten. Die Zeit steht im Wandel. Ich spüre es im Wasser. Ich spüre es in der Erde. Man riecht es in der Luft. Vieles, was einst war, ist verloren. Kann niemand mehr leben, der die Geschichten aus vergangenen Tagen erzählen könnte. Oder sich erinnert, wie alles begann. Als Furcht und Schrecken über das Land hereinzog und das ganze Land mit Leid und Kummer bedeckte. Alles begann mit dem Verfassen des Buches der Macht. Dieses Buch der Macht hat die Kraft in sich, alles um sich zu beherrschen und verzaubern zu können, wenn man nur ein paar Zeilen aus ihm las. Das Buch wurde in einem weit entfernten Land von einem mächtigen Zauberer verfasst, der das Leben in diesem Land mit Hilfe des Buches der Macht zum Wohle der Menschen doch eines endgültigen Tages gelang das Buch in die falschen Hände. Der Hexenmeister aus dem dunklen Berg der Verdammnis benächtigte sich des magischen Buches, um es nun gegen die Menschheit einzusetzen. Und da das Buch die Macht besaß, den Willen der Menschen zu brechen, hat er leichte Stimme und den so schwachen und leicht beeinflussbaren Menschen. Das Buch der Macht sollte nur ihm dienen und ihm die alleinige Herrschaft über die Menschheit zu ermöglichen. Nun nahm das Schicksal seinen Lauf und eine Zeit voller Furcht und Schrecken sollte die Menschheit heißen. Thank you.